Gehen wir weiter zur nächsten Wiederholungsfrage. Und zwar ist es eine, die wir ganz schnell abhandeln können. Oh, sorry. Das war eine Frage bezogen auf das erste Übungsblatt. Es ging um streng und schwach beste Antworten, nämlich im Schere, Stein, Papier Spiel. Und zwar, so wie ich sie verstanden habe, war ihre Frage: Es heißt ja, dass es nur eine streng beste Antwort geben darf, aber auf den Lösungsfolien des ersten Tutorials sind mehrere streng beste Antworten genannt. Bla bla bla, ich bin verwirrt, so von wegen. Gibt es jetzt mehrere streng beste Antworten oder nur eine? Ich vermute, dass ihre Verwirrung einfach in der Definition liegt. Das können wir ganz leicht aufklären. Hier sind nochmal die Definitionen, die sie auf dem Übungsblatt bekommen hatten. Und da steht ja drauf: Eine Strategie ist eine streng beste Antwort auf die Strategie eines anderen, wenn bla bla bla. Okay? Und dann steht da, es kann maximal eine streng beste Antwort geben. Natürlich ist das natürlich bezogen auf die jeweils Strategie des anderen. Ne? Was heißt das? Wenn ich Spieler 1 bin und ich weiß, Spieler 2 spielt Stein, dann ist meine beste Antwort Papier. Meine beste Antwort darauf, dass Spieler 2 die Strategie Stein wählt, ist Papier. Innerhalb dieser Spalte habe ich als Spieler 1 genau eine streng beste Antwort. Ne? Also nach dieser Definition gibt es hier nur genau eine streng beste Antwort. Aber wenn Spieler 2 die Strategie Schere wählt, habe ich hier die streng beste Antwort. Und wenn Spieler 2 Papier spielt, habe ich hier die streng beste Antwort. Okay? Das ist wahrscheinlich Ihre Verwirrung. Wir haben drei streng beste Antworten. Und Sie haben aber den Satz gelesen, es kann maximal eine streng beste Antwort geben. Gibt es auch für jede Strategie des Gegenspielers. Okay? Ich hoffe, die Verwirrung hat sich da geklärt. Falls Sie das nicht gemeint haben und was ganz anderes und ich Sie völlig falsch verstanden habe, melden Sie sich einfach nochmal auf Moodle. Ansonsten mache ich weiter mit der nächsten Wiederholungsfrage.